wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stale Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FXLet mit Dirk Hilger, Entwickler von Stale Trader und aber auch Trader. Sie wissen das ja, wenn Sie jetzt schon hier teilgenommen haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Freue mich, dass wieder so zahlreiche Teilnehmer heute live dabei sind. Wir machen zunächst wie immer erstmal den Risikohinweis. Bitte dieses Webinar nur als zu Informationszwecken verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und auf keinen Fall diese Veranstaltung als Handelsempfehlung aufnehmen. Ja? So, wenn Sie sich die Auszeichnung anschauen, dann gerne hier an der Stelle pausieren. Gut, wir haben ja den Chat. Sie können also Fragen stellen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder eine besondere Frage an Dirk haben, dann gerne die Chatfunktion nutzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei technischen Fragen, was den Stale Trader betrifft, heute nicht so sehr eingehen werden. Dafür haben wir ja das Webinar nächste Woche Montag Helpdesk. Ja? Okay, dann Dirk, nochmal offiziell guten Morgen und ich übergebe jetzt sehr gerne den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, dann einen wunderschönen guten Morgen hier von mir aus Köln. Zum DAX Live Trading. Ich muss hier nur gerade ein bisschen klicken, deswegen bin ich immer in den ersten Sekunden so ein bisschen abgelenkt. Mal gucken, dass da alles richtig ist. So, also ist ja so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Fortsetzung von dem, was wir da am Freitag gemacht haben. Ich denke mal, sind ja auch einige dabei, die auch am Freitag beim NFP Live Trading dabei waren. Und da muss man erstmal sagen, oder muss ich erstmal sagen, wer hätte das gedacht? Ne? Wir hatten ja am Freitag einen Long Trade zu den NFPs im DAX aufgemacht. Und das war hier unten an der Stelle, wo sind wir hier im Stundenchart? Das war ja halt echt genau hier unten, sozusagen an dem letzten möglichen Level, rein aus markttechnischer Sicht. Ich hätte halt wirklich gedacht, ja, das ist immer der Fehler, wenn man denkt, ich hätte halt gedacht, der kommt nicht weit, irgendwie bis maximal hier, bis zu 432 und bricht das dann da unten weg. Aber wie man sieht, den hätte man tatsächlich von Freitag an drin lassen können. Gut, weiß man natürlich nicht vorher. Aber wäre natürlich halt irgendwie so mal rein aus markttechnischer Sicht ja auch gar nicht falsch gewesen. Aber gut, so ist es halt jetzt. Jetzt kleben wir halt hier nur seit gestern irgendwie doch ganz schön arg an der Decke. Und da muss man jetzt mal gucken, wie man damit halt klarkommt. Also deswegen ist halt, finde ich, ganz wichtig, auch sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht noch ein Wort vorweg. Einige werden sich wundern, hä, wie sieht denn der Stale Trader hier bei dem aus? Der sieht ganz anders aus, das ist richtig. Weil das ist halt hier bei mir jetzt aktuell schon der nächste Versionssprung, der sich jetzt hier langsam einnistet, wo ich natürlich auch schon ein bisschen länger dran bin. Und das sieht halt vom Design her ein bisschen anders aus. Es gibt auch ein paar andere Funktionen und das ist jetzt bei mir hier seit einigen Tagen halt schon im Live-Test, die ganze Geschichte. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus, aber da muss das Ding natürlich durch, weil es muss ja natürlich alles vorher irgendwie mal live gelaufen sein, bevor wir überhaupt auch mit der Beta-Test-Phase anfangen. Deswegen sieht es hier alles so ein bisschen anders aus, nicht wundern. Ich weiß jetzt natürlich auch noch nicht, ob jetzt hier irgendwas davon schon zum Einsatz kommen wird, großartig. Von den Funktionen, falls, dann werde ich natürlich drauf eingehen, aber so oder so wird es dann natürlich auch rechtzeitig dann auch nochmal Webinar halt dazu geben, wo dann halt eben Geschichten erklärt sind. Es ist auch noch nicht ganz fertig, es kommen noch ein paar Sachen dazu, beziehungsweise werden halt noch geändert, aber deswegen, das ist der Grund, warum das bei mir ein bisschen anders aussieht als jetzt bei euch. So, aber jetzt erstmal halt hier den Markt, nehmen wir den mal so ein bisschen auseinander. Also ich gehe mal hier erstmal auf den Daily, um hier so ein bisschen Überblick über die Großwetterlage jetzt erstmal zu bekommen, was man da halt sieht. Also da hatten wir ja letztens, das hatte ich ja auch erklärt, mache ich natürlich nochmal, wir haben hier die 11667 war das bei mir halt im Stundenchart und hier oben haben wir halt im Tageschart, es ist die 11691 und das hatte ich hier halt auch eingezeichnet, weil wir kommen hier oben aus dem Abwärtstrend runter. Hier war die letzte Aufwärtsbewegung zu Ende, also die letzte Korrekturbewegung zu Ende.
Und dann ging es halt relativ geradeaus weit runter. Die hier dazwischen vergessen wir jetzt einfach mal an der Stelle. Das ist mal für einen großen Überblick. Das heißt, das ist halt der Trend, den wir halt hier haben. Und was der DAX jetzt halt versucht, ist halt ein Reversal. Das ist halt noch längst keins. Deswegen war es halt auch in Anführungszeichen klar, dass wir halt hier erstmal auch korrigieren und nicht einfach so da drüber laufen. Und das hat insoweit Sinn gemacht. Was mich jetzt aber so ein bisschen irritiert hier an der Tatsache, was es jetzt nicht gerade auch einfach macht, hier die große Richtung halt einzuschätzen, ist, dass der halt hier für meine Begriffe nicht ausreichend genug korrigiert hat. Das heißt, also hier unten zum Beispiel, das ist die 11.350 und bis 11.322, dort ist eigentlich ein Support-Cluster. Und das heißt, da fehlt halt auch so ein bisschen, wegen dem Frosch im Hals heute, da fehlt halt so ein bisschen der Test hier an der Stelle, den ich mir halt schon irgendwo gewünscht hätte, dass wir den bekommen. Und damit natürlich halt auch ein bisschen tieferer Support, um da oben durch zu laufen, wenn er das denn halt so machen will. Und das macht mich halt so ein bisschen stutzig. Ich weiß nicht, ob das hier reicht, um wirklich da halt irgendwo aufs nächste Level zu kommen. Und da wären wir nämlich eigentlich dann auch bei 11.000, das ist hier noch nicht eingezeichnet. Hoppla. Die 11.840 wäre das bei mir. Gebe ich mal hier ein. Und das sieht man halt auch, ne? Das ist hier oben von der Welle, die wir hier haben, die kleine Welle, da ist das halt oben das Maximum. Und das wäre natürlich dann entsprechend das nächste Angriffsziel. Aber dass der jetzt da einfach so hinläuft, ich glaube es halt noch nicht. Ja, ich kann mich natürlich irren, keine Frage. Und aber müssen wir halt mal gucken. Das wäre auf jeden Fall halt jetzt im Daily das nächstgrößere Target. Also Angriffsziel deswegen, ne, weil halt irgendwo, wir reden von Reversal dann, wenn die letzte Welle gebrochen ist und wie weit das hochgeht, das sieht man ja. Ne? Das heißt, wir haben hier einfach Etappen, die es halt zu erlegen gilt sozusagen. Und da wird wahrscheinlich jeder Einzelne auch ihren Dienst tun und halten, wenn sie überhaupt hier oben erreicht wird. Und das heißt, wir sind jetzt hier erstmal, die Oberseite ist nicht unbedingt 11.691, sondern ich würde halt im Stundenchart halt rangehen. Und da sind wir halt, sieht man es hier auch ein bisschen besser. Ja, hier oben so das letzte, die letzten Supports hier über dem Gap, was wir halt hier auch hatten an der Stelle. Und das wäre jetzt natürlich so das nächste, erstmal die nächste Hürde. Ich habe mir auch die Einzelwerte mal angeguckt, habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet. Und da ist halt eigentlich nicht viel, was da halt nach oben drängt. Das waren halt irgendwie ein, zwei Automobilwerte, die ich da halt gesehen habe, die halt hochgehen. Wirecard hat irgendwie recht ordentlich reagiert, aber alles andere halt irgendwie nicht. Und deswegen spricht da auch eigentlich erstmal nicht so viel dafür, wenn man das mal hier mit einbezieht, warum es da einfach oben durchlaufen sollte. Testen ja, aber da oben jetzt einfach drüber, hier mit der Öffnung als Beispiel oben raus. Ich würde sehr staunen, sagen wir es mal so. Und jetzt muss man trotzdem aber halt dann natürlich genau hingucken, weil es heißt ja immer so schön, trade, was du siehst und nicht, was du sehen möchtest. Und deswegen muss man da einfach wirklich genau drauf achten. Hier haben wir natürlich jetzt insgesamt in dem ganzen Bereich ist so ein bisschen, ja, das ist so toter Bereich einfach. Und da kann es natürlich schon sein, dass wir da halt recht schnell eine Bewegung dahin kriegen, aber weiter glaube ich nicht. Und das heißt, wenn wir jetzt hier starten, irgendwo in dem Bereich, ist das halt erstmal auch kein Bereich, den man irgendwie aus meiner Sicht halt irgendwie leicht handeln kann, sondern wenn man dann halt unbedingt will, dann ist wahrscheinlich eher long die richtige Tendenz bis irgendwo da oben hin und dann halt mal weiter gucken. Aber ansonsten ist es hier so Wüste, Nirvana halt so ein bisschen. Und da muss man halt jetzt mal einfach schauen, was passiert. Wir sehen halt auch hier, ich ist es mal nur mal kleiner, ich bin jetzt hier auf 15 Minuten und da schweben wir halt auch irgendwo über über dem Schlusskurs von gestern an der Stelle, der hier bei knapp 11.600 gewesen ist und haben natürlich jetzt hier auch ein Gap von fast 100 Punkten, mit dem der Markt hier reinkommt. Das heißt, es könnte sein, ja, muss jetzt nicht, dass wir wirklich um 9 Uhr, wenn wir hier starten, einfach mal kurz darüber laufen und dann die ganze Geschichte halt auch wieder zurückkommen. Kurz drüber, weil kann natürlich sein, dass dann halt hier auch nochmal der eine oder andere Stop dann halt eben fliegt. So, aber ob es jetzt eine gute Idee ist, da oben direkt irgendwie long irgendwie drüber zu legen,
Das ist halt so die große Frage. Ich bin da nie so ein Fan davon, weil es eben ganz oft auch nur irgendwie angetäuscht wird und kommt dann doch halt gleich nochmal runter. Deswegen würde ich hier, wenn man jetzt versucht, jetzt hier irgendwie nur so ein paar Punkte halt mitzukriegen, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ich habe ja immer das etwas größere Bild, also zumindest mal aus dem Stundenchart im Auge. Und das heißt also, dieser Bereich ist für mich jetzt halt erstmal relevant. Und deswegen hat es ja auch in der Vergangenheit ja auch öfters mal lange gedauert, bis dann der Trade dann tatsächlich auch das gemacht hat, was er sollte. Aufgegangen ist es ja halt eigentlich so gut wie immer, wenn es halt so eine Richtung war, so eine größere Richtung, aber nicht eben unbedingt jetzt hier innerhalb der ersten Stunde. Da hat natürlich der Thorsten Helbig oder auch der Heiko Behren, die haben natürlich dann einen Vorteil, weil die haben dann einen Scalping-Ansatz, sagen wir wollen eh immer nur 10, 15 Punkte und ich bin da halt nicht mehr so wirklich drin, weil ich da halt immer eher so den Stundenansatz habe. Und der kann sich natürlich dann leider auch mal ziemlich weit ziehen und so, dass er halt über den Rahmen hier von dem Webinar hinausgeht. Aber ich gucke mir das mal an, was jetzt gleich an der Stelle passiert, wo wir halt starten. Und vielleicht sucht man sich da einfach halt wirklich den nächsten Support. Und das sehen wir halt hier, 15-Minuten-Chart von gestern Abend. Das heißt, wenn wir da irgendwo runter in die Nähe kommen, jetzt hier von dem Future-Schlusskurs. Da haben wir jetzt hier über Nacht, der Future läuft ja mittlerweile auch über Nacht, deswegen muss man es ja auch berücksichtigen. Und da haben wir halt hier über Nacht, hier auf relativ hohem Niveau, so das letzte Cluster gebaut. Ich hoffe, man kann das halt erkennen. Und das wäre dann natürlich schon eine Chance, da halt erstmal tatsächlich long reinzugehen. Und auf alle Fälle glaube ich halt irgendwie, ich kann es halt nur vermuten, besser als jetzt irgendwo oben direkt long zu gehen, jetzt hier oben drüber, weil das halt eben zu oft gefischt wird. Aber in 3 Minuten wissen wir es besser. Und mal gucken, was da halt bei rauskommt. Ich habe auch hier, die hat eigentlich so ein bisschen die falsche Farbe, hier auch eine Triggerlinie aus meinem normalen Ansatz hier bei 624. Und das heißt eigentlich, wenn wir einen Stundenschluss da drüber kriegen, Backtest auf 624 und dann Reaktion nach oben. Das wäre halt der Ansatz eben auch. Aber wie gesagt, ob das jetzt so passiert, Entschuldigung. Ich habe irgendwie heute Morgen irgendwas Größeres verschluckt. So wie es das anhört. Aber ob das dann halt so passiert, müssen wir mal gucken. Versuchen kann man es eventuell, wenn der Schlusskurs halt jetzt nicht zu knapp drüber ist. Also 6 zu 4. Mal gucken, was da halt noch an der Stelle dann halt zusätzlich dazu kommt. Und dann kann man das sicherlich mal so machen. So, hier das X-Frame zeigt mir hier noch nichts, weil ich habe das erstmal auf 9 Uhr bis 17:30 Uhr eingestellt, damit man den Kassamarkt erstmal besser sieht. Aber wie gesagt, das wäre halt jetzt, das wäre vielleicht dann eher ein Ansatz. Das heißt, wir könnten hier oben einmal kurz drüber und dann halt einen Backtest und dann nochmal hochschieben. Und das könnte natürlich dann auch reichen für ein paar Punkte. Das heißt, jetzt 631, noch 1,5 Minuten. Wenn der noch ein bisschen hoch geht, macht er gerade auch schon. Und dann, aber das muss natürlich dann halt vom Timing her dann halt auch entsprechend passen. So. Ich habe natürlich parallel hier auf dem anderen Bildschirm wie immer auch nochmal einen anderen Überblick, nämlich den aus meinem Blog, damit ich das nicht aus dem Auge verliere und gucke auch gerade, was der Dow da halt schon wieder treibt. Der ist ja eigentlich auch immer um die Uhrzeit recht gut zu handeln. Und mal gucken, vielleicht ergibt sich dann auch dort was. Wobei das natürlich vom Anstieg, was der Dow da, kann ich ja auch mal ganz kurz zeigen, was der Dow da natürlich treibt, das ist natürlich schon arg, also hier mal 500 Punkte aufwärts eben am Stück, da halt irgendwo Short dagegen zu halten, habe ich gestern auch irgendwie erfahren müssen. Das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert und hat nämlich nichts anderes gemacht, als einfach nochmal das Freitagstief da halt zu testen und ein bisschen genauer zu testen und dann halt hier einfach nur nach oben zu laufen. Das ist natürlich schon ein bisschen heftig, da halt auch vernünftig in den Markt reinzukommen. Das ist natürlich generell das Problem, wenn man halt solche Anstiege hat, dass man da halt, wenn es keinen vernünftigen Rücksetzer gibt, den wir auch gestern nicht hatten, dass es da halt wirklich schon sehr schwer ist, in so einen Markt dann halt auch vernünftig reinzukommen.
So, 9 Uhr, bin ich mal gespannt. Also 624, hier unten wäre halt so der letztmögliche Aufsetzer. Dort sind wir jetzt bei, mal gucken, was das ist, 618. Das heißt, da wären wir in dem Bereich von dem Point of Control, den wir bis jetzt auch haben, also dort, wo bis jetzt der meiste Umsatz war. Wenn wir dort jetzt einen schnellen Rücksetzer hinkriegen, dann würde ich den tatsächlich mal versuchen, kurz einzufangen. Und was wir halt hier sehen, wir starten jetzt hier über der Value Area. Das heißt, wir sind quasi zu teuer. Ja, das ist also über dem Bereich des Handelsvolumens von 70% von heute jetzt natürlich erst nur. Das heißt, da ist natürlich jetzt noch nicht so viel Volumen drin. Aber hier sieht man schön, ne, erstmal ein Backtest hier auf die 624. Aber da darf der schon noch gerne so ein bisschen einmal den Rüssel reinhalten, ein bisschen tiefer und dann nochmal nach oben wegziehen. Das wäre auf jeden Fall, fühlt sich ein bisschen angenehmer an. Aber mal gucken, ob das überhaupt so weit kommt. Also wenn Fragen sind, ne, und die hier nicht mitten in einen Trade reinlaufen, natürlich kein Problem, wie immer. Aktuell sind keine Fragen. Okay. Ist ja richtig viel los heute wieder. Also erst, ja, danke natürlich auch erstmal, ne? Ich bin ja hier vorhin gleich ins Thema eingestiegen. Ich freue mich natürlich, dass das hier irgendwie immer mehr wird. Das ist natürlich echt schön. Und da sind wir mittlerweile schon bei ganz anderen Teilnehmerzahlen als am Anfang. Und das ist natürlich echt sehr, sehr nett. Und was natürlich auch wichtig ist, ne, Nelson hat es ja vorhin schon gesagt, auch wenn ich das mache, man muss das nicht irgendwie nachmachen. Und ich mache auch mal Fehler, habe ich ja beim letzten Live-Trading auch schön unter Beweis gestellt. Und das war da, wo ich halt extrem angeschlagen war. Und so, jetzt sind wir erstmal drin. Hoppla. So, da kommen die ersten Fehlfunktionen. Moment mal, was war das denn jetzt gerade? Ja, Trail beginnt bei 0, das funktioniert nicht. So, macht aber an der Stelle jetzt nichts. Ich würde jetzt hier trotzdem gucken. Ich bin jetzt hier auf 0 raus gerade. So, komm, den nehmen wir jetzt mal. Also hier ein bisschen reingetaucht unter den Point of Control. Ich hatte hier den Trailbeginn auf 0 stehen. Das ist natürlich Quatsch. Und deswegen ist der jetzt hier direkt raus. So, das muss jetzt natürlich, damit das aufgeht, auch schnell nochmal hochziehen, die ganze Geschichte, und halt möglichst schnell halt nochmal hier über die 624. Aber erstmal ist es natürlich jetzt hier einfach nur ein Dip. Da muss ich auch mal gleich noch was ausschalten. Und wobei der natürlich jetzt auch bis hier unten laufen kann, das wäre dann halt einfach der nächste Punkt, wo ich sage, okay, wenn der nicht funktioniert, dann mache ich halt den hier unten. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, weil der hier ist jetzt eigentlich so ein bisschen langsam schon für meine Begriffe. Hier passiert halt eigentlich so ein bisschen wenig, ne? Position ist jetzt hier 5 Punkte im Minus. Man hätte den natürlich jetzt auch einfach skalieren können. Das heißt also einfach beide Positionen, aber ich versuche die jetzt hier erstmal einzeln zu bekommen. Und bei Wenn, dann geht es höchstwahrscheinlich ja dann doch recht schnell darunter. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt einfach gefischt werden und dann halt genau hochläuft, sondern dann denke ich jetzt schon, dass wir hier in den unteren Bereich kommen, auch wenn wir jetzt hier am Value Area Low sind. So, ich gehe mal hier auf 5 Minuten. Und hier sieht man auch Stundenkerze, na, unteres Ende. Muss natürlich jetzt auch nicht mal ebenso wieder ausgebügelt werden. Aber komm, ich mache das mal. Ich gebe dem nochmal noch rein an der Stelle, also da, wo wir jetzt eigentlich raus sind. Hoppla, der nicht, sondern wenn dann der. Und pack den mal hier auf die Eröffnung, weil das halt hier ja, wie gesagt, so das letzte Cluster war. Sieht man jetzt hier auf 1 Minute nicht. Auf 15 Minuten sieht man es natürlich deutlicher. So, das heißt, hier sollte jetzt erstmal irgendwo versucht werden, halt. Ich kann das mal hier auf 15 Minuten nochmal stellen. Ja, hier sieht man es ja ein bisschen klarer. Also hier ist halt dieses Support-Cluster.
Da wollte ich ja hin. Ja, ne, war meine Vermutung doch richtig. Das heißt, wir werden nicht gefischt, sondern läuft dann, wenn da unten hin. Aber es ist jetzt nicht so tragisch. An der Stelle mal gucken, ob das hält. Ja, also dieses Cluster, wobei dann aber natürlich wirklich die Unterseite dort wäre, wo jetzt der Stop-Loss ist. Da muss er jetzt natürlich nicht unbedingt hinlaufen. Und falls doch. Und dann muss man das halt nochmal irgendwie dann halt neu dann halt versuchen einzudecken, die ganze Geschichte. So, mal gucken, ob das jetzt hält, direkt an der Oberseite hier vom Cluster. Also hier, wie gesagt, das Mini ist über Nacht und das hat, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Das hat natürlich, hier war natürlich nicht das Volumen und damit hat natürlich das Cluster auch nicht so die Aussagekraft, die es jetzt hätte, wenn es jetzt halt hier im Kassamarkt entstanden wäre oder zumindest mal zu einer regulären Uhrzeit. Vom Handel, also irgendwann zwischen 8 und 22. Und deswegen kann es natürlich trotzdem sein, dass das hier an der Stelle so jetzt nicht hält. So, aber trotzdem ist es halt einfach mal von der Betrachtungsweise der nächste Support. Jetzt habe ich hier, was natürlich hier unterhalb nochmal halt relevant ist, ist, dass das sind natürlich nochmal die 561 im DAX, weil das natürlich auch so eine, ich nenne es mal, Scheidemarke war. So, heute Morgen hat er aber was gegen mich hier, ne? Gibt es ja gar keine Reaktion. Ich ziehe mal ein kleines bisschen runter hier, damit wir nicht genau auf dem Piekser hier drauf sitzen. Die 561, weil das natürlich jetzt auch so die Hürde war, die dann halt entsprechend zu nehmen war, mehrfach und da haben wir halt auch immer ordentlich Volumen gehabt an der Stelle. Und das wäre natürlich der nächste Punkt unterhalb, also den ich dann halt ebenfalls eigentlich relativ schmerzfrei erstmal long handeln würde, weil spätestens dort sollten wir dann auch eine Reaktion kriegen. Aber was natürlich auch schon ein bisschen erstaunlich ist, wir haben ja wirklich gar nicht hier nach oben reagiert, nicht mal ein Stück hier über der 9 Uhr Eröffnung. Das heißt, da haben sich einige jetzt erstmal gefreut, dass sie ihren Kram wieder loswerden und haben erstmal alles wieder rausgetan. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er hier mit dem Punkt halt umgeht, ob das jetzt wirklich reicht und von hier aus nochmal zumindest zurück bis zur Eröffnung zu laufen. Sind erst 8 Minuten um. Die Reaktion ist natürlich noch sehr überschaubar hier an der Stelle. Trotzdem halte ich Long jetzt erstmal für die richtige Richtung, auch wenn sich das jetzt hier irgendwie relativ schnell anders darstellen sollte, weil das war halt hier so ein bisschen drunter fallen. Das ist soweit okay. Das macht erstmal nichts. Aber halt, ich meine, wir sind halt nun mal intraday gestern und vorgestern halt deutlich Long gewesen. Also suche ich mir natürlich jetzt erstmal, wenn ich da regulär rangehe, halt einen Support und nicht unbedingt einen Widerstand auf der Oberseite, weil dazu natürlich halt eben auch wichtig zu wissen ist, wo ist es denn halt letzten Endes. Und das habe ich ja vorhin auch gesagt, ne? Das hat hier die 624, ja, aber da haben wir jetzt halt in der Stunde auch entsprechend erstmal drüber geschlossen und das heißt, entsprechend war die für mich jetzt auch raus, hier in puncto Widerstand an der Stelle, beziehungsweise halt als möglicher Short Entry. Der wäre dann für meine Begriffe tatsächlich erst dann hier oben bei 644. Was mir hier natürlich nicht gefällt, das ist natürlich ein Bereich, der ist jetzt auch schon in letzter Zeit viel gehandelt worden. Also gerade hier die 591, also gerade da, wo wir jetzt eigentlich stehen, das war halt echt auch schon recht mächtig Schiebezone in der Vergangenheit, wo dann irgendwie nichts mehr vorwärts ging. Und das gefällt mir jetzt natürlich nicht so wahnsinnig. Aber ja, mal gucken. Wir werden es ja gleich rausfinden. So, ich gehe mal hier nochmal auf die Stunde. Da sieht man halt auch so die letzte lange Kerze. Da sind wir jetzt halt hier irgendwo bis knapp ganz unten hingelaufen. Und es ist natürlich jetzt auch nur die
die Overnight, also die ist komplett halt über Nacht entstanden hier, die Stundenkerze. Nichtsdestotrotz, das ist halt jetzt erstmal das, wo wir uns bewegen. Also sozusagen im letzten Außenstab sind wir hier, den der Future halt abbildet. So, und das heißt auch, selbst wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Dip kriegen sollten, da unten ist die 561, dann wäre zumindest von dort, wäre halt das nächste Ziel, die erste Anlaufstelle halt nochmal dieser letzte Außenstab, weil die halt meistens ja doch gut verteidigt werden und nicht eben mal halt gebrochen werden. Und auch wenn es mal irgendwie drunter dippt, aber dass es dann am Ende der Stunde dann auch so schließt, das ist halt, also mal ohne weiteres, mitten in hier einem Long-Impuls-Trend ist es ja nicht, also mitten hier in der Long-Bewegung, das ist dann halt schon eher selten. Ich bin doch noch irgendwie verschnupft, ne? So wie ich das anhöre, das ist ja unglaublich. Ich dachte eigentlich, das wäre weg. So, jetzt kann man aber nicht mehr machen, als hier irgendwie zugucken, ob das Ganze halt aufgeht. Man hätte hier natürlich auch nochmal eine dritte Position aufmachen können, aber ich lasse das jetzt erstmal, gucke jetzt erstmal, ob die funktioniert. Und dann kann man später halt immer noch da agieren. Was man hier auch sieht, ist der S2. Der ist normalerweise auch ein recht guter Support, aber eben ja, während des Tages hat es halt eine andere Relevanz, wie wir jetzt hier um 9 Uhr da starten. Nichtsdestotrotz kann es natürlich jetzt sehr gut sein, dass wir den jetzt einfach hier im Minutenchart zurückkaufen, darüber schließen und dann entsprechend auch nochmal da hochlaufen. Ein bisschen wenig ist für meine Begriffe hier passiert am Point of Control. Da gab es ja irgendwie gar keine Reaktion irgendwie gerade. Das ist natürlich so ein Point of Control oder auch hier der VWAP ist natürlich auch jetzt kein Support oder Widerstand. Nur eben, wenn es halt entsprechend auch zu was anderem passt. Und was man jetzt halt hier auch sieht, jetzt mal rein von der kurzfristigen Betrachtung Intraday, wir sind jetzt hier unterhalb der Value Area und damit jetzt bezogen auf eben das, was halt jetzt heute davor passiert ist, erstmal günstig, deswegen also billiger sozusagen im Verhältnis als die ganze Zeit und infolgedessen ist das jetzt hier erst auch mal richtig, aber wir sind, und das muss man halt natürlich, darf man nicht aus dem Auge verlieren, hier ist die Value Area von gestern, vorausgesetzt, ich habe das hier auch alles richtig eingeblendet und die Add-ons funktionieren auch schon hier richtig. Einmal nochmal aktualisiert, dann sehen wir es ja gleich nochmal. Ja, hier bei 526, ja, das ist natürlich noch ordentlich Luft. Das heißt, gegenüber gestern sind wir definitiv zu teuer. Und da gilt es natürlich auch, sich entsprechend da erstmal zu etablieren. Hier für unseren Kollegen DAX. Das heißt, schon gut denkbar, dass wir da halt auch nochmal entsprechend nachher einen Lauf hinbekommen. Ist aber dann nur die Frage dann, ab wo. Aber die sollte man heute schon noch irgendwo gedanklich einkalkulieren, auch wenn sie unterhalb von dem Gap ist und das halt eigentlich schon nicht mehr bullisch. Aber wir sind natürlich ja auch im Tageschart. Wir haben zwar zwei grüne Kerzen dort. Das ist hier ganz runtergerutscht. Aber es ist trotzdem kein Long Trend, ne? Sondern jetzt erstmal nur der Versuch hier auf, ohne sonderlich viel Support, halt hier ein Reversal zu zaubern. Und da habe ich ja auch gerade schon gesagt, so wirklich glaube ich noch nicht daran, dass es funktioniert. Und aber es ist eben halt noch längst nicht bullish, die ganze Geschichte. Also beziehungsweise noch längst bullish, ja, aber halt noch längst kein Aufwärtstrend. Und das sollte man halt nicht vergessen und sich dann auch nicht wundern, wenn es dann halt irgendwie mal ein paar Punkte oder tiefer geht, als man eigentlich dachte. Und ich sage ja immer, nicht denken, gucken, denken bringt halt einfach nichts. Und weil es natürlich auch oft täuscht, wenn man halt solche Kerzen hat, wie hier im Tageschart. So ein Hammer, auf den ich halt grundsätzlich eigentlich nie was gebe, weil auch ein Hammer ist nur ein Innenstäbchen. Und aber natürlich hier die Fortsetzung von gestern, die war dann schon recht deutlich. Das heißt, wir haben hier schon Impuls nach oben.
aber trotzdem noch längst keinen Trend. Noch längst nicht. Das ist alles nur Korrekturbewegung. Und deswegen dann halt lieber irgendwie eine Etage tiefer denken. Aber irgendwie 15 Minuten ist natürlich jetzt nicht so schön. Die erste Kerze. Da muss man gucken, da wäre natürlich jetzt der Exit hier schon an der letzten. Also wenn er es überhaupt jetzt macht, bei 616, also da, wo wir eigentlich vorhin, wo ich vorhin long gestartet habe, dort wäre jetzt natürlich auch tatsächlich schon der Ausstiegspunkt. Also wenn er jetzt halt hier oben nochmal reinlaufen sollte in die Value Area und über die letzte 5-Minuten-Kerze, dann wird es hier oben wahrscheinlich schon eng werden an der Stelle. So, ein bisschen Reaktion haben wir hier ja. Das heißt, machen hier erstmal keine neuen Tiefs. Infolgedessen sollte das jetzt auch erstmal gelingen. So, was habe ich hier drin? Training Stop 2,0 Punkte TA6. Das heißt, es hat hier im Tick-Chart, der ein Durchschnitt von 6 Ticks. Darunter wird dann der Trailing Stop im Abstand von 2 Punkten hinterhergeführt. Das heißt, es ist so, der hängt halt nicht direkt am Kurs dann entsprechend dran, sondern halt so mit bisschen Abstand und kann halt so eine kleine Gegenbewegung gut ausgleichen. Nichtsdestotrotz muss er aber mal dahin laufen, wenn das was werden soll. Hier so bis knapp unter Break-Even, das reicht natürlich nicht. Und wir hängen halt hier, wenn man das auch nochmal auf Außenstäbe bezieht, sehen wir halt hier im 5-Minuten-Chart hängen wir hier einfach nur in der letzten Abwärtsbewegung, schieben da gerade so ein bisschen hin und her. Das heißt, es kann schon sein, dass wir da auch nochmal ein neues Tief kriegen. Und da muss man sich halt dann langsam mal überlegen, was er macht, wenn er die Bewegung wirklich so fortsetzen will und hier jetzt gar keine Käufer halt reinkommen. Weil momentan ist ja wirklich noch mehr als überschaubar. Also der Stefan, der schreibt, das Verfallsdiagramm der Option auf den DAX für Freitag zeigt an, dass die Stillhalter der Put-Option ein Interesse haben, dass der DAX sich bei 11.500 aufhält. Nehme ich mal so zur Kenntnis, was mir dazu halt immer fehlt, ich glaube, das hatten wir hier halt auch schon mal, das ist halt wirklich mal eine statistische Auswertung. Zu genau den Geschichten, wo es angeblich halt Sinn macht, wo er halt zum Verfallstag dann halt steht. Also meine Erfahrung ist da halt einfach die, das ist, ich lasse mich davon halt überhaupt nicht beeinflussen und handle halt hier ganz normal mein Schema, weil sich das halt irgendwie sowohl dort als auch irgendwie bei News genauso halt eben meistens bestätigt. Also das ist ja halt immer genau der Ansatz, wo ich halt immer sage, oder wo man auch einfach mal drüber nachdenken muss, das ist ja wieder ein logischer Ansatz. Das heißt, man errechnet irgendwas und weiß dann, alles klar, bis dahin muss es dann so und so sein. Und Logik kann halt einfach per se an der Börse nicht funktionieren. Es kann nicht, weil würde sie funktionieren, dann würde es ja jeder machen. Würde es jeder machen, würde die Börse nicht funktionieren. Und ergo von der ganzen Geschichte ist, Logik kann nicht funktionieren. Und das ist halt für mich genauso ein Teil der Logik, der halt irgendwie sehr, sehr einfach ja auch irgendwo dann halt zu ersehen ist oder zu errechnen ist. Und weshalb ich da halt immer sehr, sehr skeptisch bin, was sowas angeht. Und da halt irgendwie versucht, das einfach gedanklich auszublenden. Also, wie gesagt, zu allem, was man halt irgendwie in der Richtung halt macht, das sollte halt einfach wirklich dann auch mal eine Auswertung dann halt dazu. Und ob das wirklich Sinn macht, sich daran zu orientieren. Aber wie Einige Teile. immer, bitte? Nein, für Bitte? mach erstmal zu Ende. Nee, ich wollte nur sagen, aber wie immer natürlich, also bitte nicht irgendwie falsch verstehen. Wenn das ein funktioniert, alles, was an funktionierende Ansätze
wenn jemand wirklich einen Ansatz hat, der funktioniert, egal wie der aussieht, und wenn der das genaue Gegenteil ist von dem, was ich oder auch 10 andere denken, das ist alles völlig Wumpe, ja. Ich habe da immer, es wird immer so ein bisschen falsch verstanden. Ich bin da nur immer ziemlich rigoros. Ich sage halt immer so, auch gerne mal so, es interessiert mich nicht, ja. Nicht, weil, das ist aber jetzt nicht irgendwie überheblich, arrogant oder sonst wie gemeint, sondern das ist ja auch grundsätzlich die Haltung, die finde ich halt jeder haben sollte. So, es darf einen eigentlich alles andere, was von anderen Strategien kommt, es darf einen nicht interessieren, wenn man selbst eine hat, die halt nachweislich funktioniert, weil halt die, die man hat und die Strategie, die funktioniert, die ist ja ein Beleg dafür. Ja, das heißt, da habe ich ja dann eine statistische Relevanz. Und wir alle wissen, da draußen gibt es halt immer so viele Aussagen und wo es halt einfach dann fehlt, da halt mal wirklich den Beweis da halt anzutreten, ob das dann damit halt tatsächlich auch funktioniert. Und deswegen, also da bitte nicht falsch verstehen, wenn ich da so ein bisschen drüber weggehe, das ist absolut nicht so gemeint. Es ist nur mein Ansatz, weil ich damit halt nichts anfangen kann. No, also bitte nicht in den falschen Hals kriegen. Meine Güte, so. Hier passiert irgendwie nichts, so wie das aussieht. Es drückt hier erstmal gerade nur nach unten. Aber hier das bisschen Luft, das ist jetzt erstmal okay. Und oft ist ja auch so, natürlich auch nicht immer, dass es erstmal ein kleineres Tief gibt und dann wieder hoch. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal eine hier raus. Halbiere mal das Risiko und guck mal, ob das jetzt hier eintrifft an der Stelle. Und gebe den hier oben drüber und dann halt wieder rein, wenn es das jetzt hier schon war. Also was ich eben sagen wollte, einige Teilnehmer sind jetzt bereits auf Short gewechselt. Der Karl schreibt zum Beispiel, alles unter 11.600 ist Short im Future. Einfach mal so ein bisschen das Sentiment auch hier bei uns aufzufangen. Wie ist denn, apropos Sentiment, habe ich jetzt auch gar nicht gecheckt, ist es Long oder Short? Also jetzt hier Euwax, Arriva und so weiter. Long schreiben die Teilnehmer. Okay, ja gut, das erklärt natürlich, warum jetzt hier so ein bisschen in der Gegend rumgedrückt wird erstmal. Das ist aber okay. Also das ist natürlich auch immer die Frage, wie weit ist das halt irgendwo dann halt auch aussagekräftig. Das heißt, wie weit meine ich natürlich bis zu welchem Bewegungsradius dann natürlich, ne? Ob das dann halt irgendwie dann für 100 Punkte gut ist oder halt eben nur für die nächste Stunde. Boah, ich habe hier einen Kratzen im Hals, das ist wirklich fürchterlich heute. Klinge wie so ein Reibeisen. Zumindest fühlt es sich so an. So, 580. Da, das sieht man hier auch, denke ich. So ein bisschen kleiner machen. Ja, hier setzen wir so auf den letzten Schlusskursen hier auf, im Stundenchart. Aber kann jetzt natürlich wirklich sein, ich lege den auch mal schon mal hier hin, dass wir jetzt halt hier doch in einem Rutsch auf die 561 halt runterschieben. Aber mal gucken. Sehe hier gerade den Dow nebenbei, da war ich vorhin short. Ich glaube, ich bin wirklich auf den Punkt da oben ausgestoppt worden. Ich habe den zugemacht, was er gesagt hier vor dem Webinar. Und jetzt macht er genau die Bewegung, die ich halt vorhin haben wollte. Aber es ist halt manchmal so. So, wo sind wir jetzt? 579. Genau, damit genau drauf. Ich ziehe den mal hier hinterher. Falls das jetzt hier, mal gucken, wo sind wir hier im Stundenchart, ne? Genau, ist jetzt halt
Hier die nächste, der nächste Außenstab, die Unterseite. Ein bisschen gebe ich ihm hier minimal noch. Ich habe das Risiko halbiert, von daher ist es jetzt nicht so wirklich tragisch. So, halbe Stunde ist um. Und hier haben wir natürlich im Stundenchart das nächste Mini-Cluster. Genau da, wo der Stop jetzt natürlich sitzt. Wo sonst? Mal gucken, noch ist nicht viel passiert. Aber trotzdem war natürlich der Plan andersrum, ne? Also hier nicht unbedingt 20 Punkte Minus hier in der ersten halben Stunde zu machen, sondern halt hier eigentlich nur eine kurze Gegenbewegung einzufangen. Wobei man natürlich hier jetzt im M5 natürlich jetzt erstmal schon mehr oder weniger einen klaren Abwärtstrend natürlich jetzt haben. Der kann aber jetzt hier gleich vorbei sein. Das heißt, ich lasse mich jetzt hier ausstoppen, wenn er jetzt da runterkommt, auch wenn das jetzt hier genau drauf liegt. Und bin aber im Zweifelsfall auch ganz schnell wieder drin. Weil ich. Norbert schreibt, die Zone 570 bis 550 sehe ich auch als Drehpunkt. Ne? Weil das passt halt hier einfach auch dazu. Ne? Was halt hier so ein bisschen fehlt, das gefällt mir natürlich jetzt auch nicht hier, das ist. Wir hätten halt hier so einen Spike gebraucht, ja, einmal kurze, schnelle, ruckartige Abwärtsbewegung. Deswegen lasse ich mich hier auch ausstoppen, weil ganz oft ist es eben so, dass halt damit dann auch so eine Bewegung dann abgeschlossen ist und bevor wir nicht so einmal kräftig nach unten sind, dass dann da halt auch oft vorher halt nicht großartig was passiert. Ach ja. Aber es ist halt auch, ja, die Eröffnung ist halt immer ein bisschen tricky. Dreht dann auch gerne einfach mal irgendwo an irgendeiner Stelle und überläuft auch schon mal den einen oder anderen Punkt ganz nett. Dem Dow fehlen halt auch nur noch irgendwie, sehe ich hier parallel, so 10 Punkte nach unten. Mehr braucht er eigentlich auch nicht mehr. Und das könnte jetzt natürlich dann schon zusammenfallen. Und jetzt haben wir hier halt auch die 30 Minuten. Kerze wird jetzt erstmal fertig. Sieht natürlich jetzt schon ein bisschen böse aus, aber es ist eben auch nur die 30-Minuten-Kerze. Das sieht für mich wirklich so ein bisschen aus, als würden wir hier gleich den Peak runterkriegen und dann halt da nach oben hin zurücklaufen. So, der liegt jetzt erstmal nicht gut, weil er genau hier natürlich an der Unterseite beziehungsweise hier an dem letzten Support liegt. So, komm, dann machen halt. Sollte aber dann eigentlich nach der 30 Minuten Kerze kommen jetzt nicht unbedingt noch vor 9:30 Uhr. Aber das hat eben ja auch das Schöne bei CFD ist, weshalb ich das ja auch immer ganz gerne verfechte, weil ich kann natürlich hier einfach beliebig skalieren. Ne? Ich kann halt hier mit irgendwie meine Position so zusammenbauen, wie ich das halt will und kann auch, wenn ich da jetzt halt zum Beispiel unbedingt dran festhalten will, an diesem ersten Entry, kann ich das natürlich auch irgendwie stundenlang halt so machen, ja, also das heißt immer wieder mal was reingeben, was rausgeben und ist natürlich Arbeit, aber generell halt auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Das wird natürlich jetzt hier in der einen Stunde, die wir hier haben, natürlich eher nicht machbar sein, dafür reicht dann die Zeit nicht, also vor allen Dingen, wenn man halt wirklich dann erstmal die Richtung falsch erwischt hat, kann man das schon so machen. Ich hatte mal irgendwie ein Beispiel, das hatte ich auch dokumentiert, beziehungsweise auf der WOT auch gezeigt. Da lag ich wirklich im Dow. Habe ich 200 Punkte Gegenbewegung ausgehalten, also nicht ausgehalten, sondern wirklich immer wieder die Rückläufe halt gekauft und schnell wieder verkauft und mir so dann halt meinen Break-Even da zurechtgeschustert.
ohne halt das Risiko irgendwie großartig zu vergrößern, sondern es war halt alles im Rahmen. Und es geht natürlich, das kann man so machen. Es hat einfach nur ja eine zusätzliche Möglichkeit, wie man halt damit umgehen kann, wenn man halt falsch liegt, ohne dass man jetzt hier einfach nur verbilligt und immer wieder nachkauft und dann hofft, dass es dreht, sondern wenn man es dann halt wirklich konsequent macht und die Gegenbewegungen halt dann eben auch immer diszipliniert wieder raustut oder halt natürlich auch mal im Verlust, wie ich es ja jetzt gerade gemacht habe, mal eine Position erstmal raus und um mal abzuwarten, was hier unten passiert. Aber wie gesagt, die kann man ja auch wieder reingeben, ja. Und man sitzt ja davor und muss ja dann nicht irgendwie hoffen, sondern man kann ja dann halt auch reagieren. So, die 580, bisschen was passiert da, beziehungsweise 577, ob das reicht, steht auf dem anderen Blatt. Mal gucken. Ich wünsche mir ja schon, ja, wollte es gerade sagen, ich wünsche mir ja schon eigentlich, dass ich hier rausfliege, damit das Thema hier erstmal durch ist und damit ich hier mich jetzt einfach nochmal ein bisschen bequemer. Das ist aber genau das, ne? So, also das reicht halt nicht. Das sind halt irgendwie nur 3 Punkte, aber halt der Peak danach. Ich gebe den auch jetzt direkt wieder hier rein, wie ich es gerade auch gesagt habe. Direkt nach 9:30 Uhr und nicht davor. Das passt jetzt eigentlich halt. Und mal gucken, wenn es jetzt gut läuft und dann kriegen wir halt auch entsprechenden Rücklauf da oben in die Value Area halt rein. Muss es halt dann natürlich nur dabei bleiben bei dem Tief und nicht irgendwie etwa nochmal ein neues. So. Hier kommt die Frage, ob in der Situation strategische Order jetzt sinnvoll wäre. Ja, warum nicht, ne? Also strategische Order Long an der Stelle. Ich gebe hier direkt mal die zweite auch mit dabei. So ein bisschen Impuls haben wir hier zumindest. Würde schon, also beides eigentlich, ne? Ich meine, wir haben auf der einen Seite hier ja irgendwo halt hier auf hohem Niveau die Verkäufer und natürlich jetzt hier langsam die kaufen wollen. Also da macht wahrscheinlich irgendwie sogar beides halt Sinn. Das natürlich jetzt, ne, ich mache das eigentlich echt schon immer wieder unbewusst. Das ist eine Katastrophe. Ich versuche jetzt hier eigentlich schon gedanklich wieder die ganze Bewegung da halt zurück zu kaufen und nicht hier zu scalpen. Das ist eigentlich gerade schon wieder hier fürs Webinar der falsche Ansatz. Aber das ist halt Gewohnheit natürlich eben auch. Leider Gottes. Und wir haben es ja echt schon oft gehabt, ist kaum war das Webinar vorbei, dann ist der Trade halt dann abgegangen wie Schmitz' Katze. Und bis dahin war halt alles nur Rumgedrücke und Rumgeschiebe. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das hier schon wieder kriegen. Wir werden die Eröffnung schon nochmal sehen. So, und es ist halt nur die Frage, ob das dann halt bis 10 Uhr auch der Fall ist. Oder ob es dann nachher nicht doch nochmal irgendwie 12 Uhr ist. Weil wir haben ja hier halt erstmal klar abwärts, ne? Und das Einzige, was ich jetzt hier mache, ist, ich spekuliere ja möglicherweise auch fälschlicherweise drauf, dass wir hier jetzt fertig sind, weil wir jetzt auf das Cluster aufgesetzt haben, die ganze Bewegung hier dann halt nochmal zurückkaufen. So, und das muss natürlich jetzt hier nicht genau laufen. Das heißt, wir können auch nochmal hier ein paar Punkte runter, weil es halt so ein bisschen unklar ist und wir natürlich hier noch nicht viele Käufer an der Stelle haben. Wir haben nur Mini-Bewegung hier, aber oft reicht ja sowas eben dann auch, um das Ganze dann halt zu triggern. So, wir dürfen aber hier jetzt natürlich auch kein neues Low mehr machen. Aber wie gesagt, eigentlich für, ich muss mir das mal irgendwie anders antrainieren, eigentlich für diese Webinare immer. Also für diese Morgenwebinare immer tödlich, weil man dann halt irgendwie so festhängt und dann halt oft der Faktor Zeit da halt so einen Strich durch die Rechnung macht und das erst dann irgendwie Stunde, zwei später dann halt auflöst. Also, aber ich finde trotzdem, wenn man halt hier irgendwie ein bisschen größere Bewegung halt auf dem Schirm hat, dann ist hier der Bereich Long wohl schon der richtige. Auch wenn das jetzt eben leider Gottes dazu führt, dass jetzt vielleicht der auch nochmal rausfliegt und wir dann tatsächlich unten bei der 561 nochmal landen. Aber da muss man halt dann einfach dranbleiben. Ja, Dow drückt hier auch
Ganz nett, hängt aber auch an der letzten. Kann ich mal kurz zeigen? Ich hoffe, dass ich den hier nicht aus dem Auge verliere. Ne? Hängt aber auch hier in der letzten, im letzten Außenstab hier auf der Stunde. Wie gesagt, da wollte ich vorhin eben eigentlich hin. Da oben bin ich, genau da oben bin ich, glaube ich, eben rausgeflogen, beziehungsweise habe aufgelöst und wollte eigentlich tatsächlich hier an die Eröffnung eigentlich nur. Das hat er dann jetzt wohl ohne mich gemacht. Aber okay. Jetzt klebt er hier auf der Unterseite fest. Das ist natürlich wundervoll. Sieht auch leider so ein bisschen aus, als wäre das halt noch nicht fertig hier. Der Bernhard fragt, wie gehst du damit um, dass gestern beide rote Linien überrannt wurden? Wo jetzt im DAX oder wo? Oder reden wir vom DAO? DAX. Rote Linien überrannt. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was gestern rot war. Ich glaube, die 530 hatte ich ja da erstmal. Und ja, halt, das ist halt eben oft so, dass weshalb, und das deckt sich ja auch damit. Also 530 gab es bei mir gestern eine kleine rote Linie. Das war auch erstmal mein Maximum. Und das ist dann halt eben oft so, dass das halt dann auch entsprechend nochmal angelaufen wird und dann halt erstmal von oben bestätigt wird. Und das deckt sich natürlich hier mit dem Value Area High von gestern. Das heißt, die 526, wo ich auch vorhin schon gesagt habe, die sollte man gedanklich irgendwie schon einplanen. Und würde natürlich auch Sinn machen, dass wir dort erstmal einen Backtest kriegen. Wenn man das jetzt mal in der Stunde zum Beispiel mal betrachtet. Da ist sie nämlich, ne? Genau die, weil wir hatten ja halt hier oben entsprechend Widerstand an der Stelle runter und sind da gestern durch. So, das wäre jetzt natürlich vor dem Aspekt auch ein ganz plausibler Punkt. Hier ist ja tatsächlich auch rot. Die müsste aber heute eigentlich dann entsprechend mindestens mal blau sein. Und auch vor dem Hintergrund ist es natürlich halt hier eine nicht bestätigte Paritätsumkehr im Stundenchart. Und würde sich natürlich hervorragend decken mit ganz vielen anderen Geschichten noch. Nämlich einmal haben wir hier den EMA 200 als Orientierung. Wie gesagt, ich habe es ja schon oft gesagt, ich handle sowas ja nicht. Aber als Orientierungspunkt macht es natürlich Sinn. Der ist wahrscheinlich bis dorthin dann auch da in dem Feld bei der 530. Und was halt eben hinzukommt, ist natürlich halt hier das Value Area High. Das kommt hinzu, plus nochmal halt irgendwie der Kassaschluss und dann entsprechend die unbestätigte Paritätsumkehr. Das Problem ist halt dann nur immer bei solchen Marken, das haben wir letztens irgendwie auch gesehen, dass das dann halt eben, wenn zu viele Sachen zusammenkommen, letztens waren es irgendwie sechs Argumente, da geht ja gar nicht erst hin. Weil dann halt natürlich sechs Argumente bedeutet, sechs Händlergruppen oder sechs verschiedene Strategien platzieren dort letzten Endes halt die Orders. Und dann haben wir natürlich dann dort einen riesen Klumpen an Orders und wenn der Markt halt nicht liquide genug ist und dann kann er die sowieso halt nicht abarbeiten, absorbieren, brechen, beziehungsweise halt durchverkaufen, wie auch immer und deswegen tritt er dann ganz oft dann irgendwie auch schon ein paar Punkte vorher und das, ich weiß gar nicht mehr, wo das letztens war, ob das im DAO war oder im DAX, aber da hat man es auch schön gesehen, dass er gar nicht erst hingelaufen, sondern hat es einfach dann mal an der Stelle ausgelassen. Und aber bis jetzt sind es halt nur vier Argumente. Mal gucken, wie viel es dann nachher sind, wenn es dann soweit ist. Wenn dann halt irgendwie noch so Kleinkram dazu kommt, wie EMA, kann ich mir auch noch zumachen, wie der EMA 200 im M5 oder M15. Ach, guck an, ich vorhin gar nicht gesehen. Und dann wird es natürlich dann irgendwann immer mehr. Ja, da kommt schon der nächste. Ja, M30 liegt auch dort. Okay. Dann wird es dann wahrscheinlich eher irgendwie mal ein paar Punkte vorher schon nach oben wieder wegdrehen. Damit ist dann eigentlich schon fast zu rechnen.
So, dann gucken wir mal, was die 561 kann. Wir das auch mal noch rausfinden. Das sieht hier leider so ein bisschen mittendrin aus. Aber es hat auch erstmal einen Volumenpunkt und nicht mehr. Also auch nicht einfach per se ein Support. So, die Stundenkerze, die macht ja hier echt schon ordentlich Alarm hier gerade. Aber ist natürlich noch nicht fertig. Das heißt, die kann natürlich immer noch genauso gut einmal komplett zurücklaufen. Aber ich warte jetzt hier erstmal ab, bevor ich halt hier im Minutenchart nochmal halt irgendwie operiere, dass wir zumindest mal halt irgendwie eine 5-Minuten-Kerze haben, die halt über die letzte halt hinausgeht. Bevor ich da halt wieder reingebe, beziehungsweise hier Impuls, das könnte natürlich schon funktionieren. Zumal es hier oben ja auch eben ein bisschen was gebracht hat. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehe. Ne, bis jetzt nicht. So, Tagesschart. Nö, nee, ist das auch nicht. Okay. So, jetzt kommt hier wenigstens mal, so wie es aussieht, ein bisschen längere Bewegung. Ein bisschen längere Kerze. Sieht aber nur so aus. Es wäre natürlich schon nett, wenn wir hier mal einen fetten Spike da mal halt irgendwie hätten, den man dann auch einfangen kann. Das macht es natürlich wesentlich leichter. Dauer. Auch mal gerade nochmal. Wo will der denn hin? Das wäre also der nächste Punkt im Dauer, die 628. Das wäre natürlich auch nochmal ein ordentlicher Sprung hier. Aber würde schon Sinn machen, ne? So, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier einen Spike kriegen. Wäre vom Timing eigentlich auch ganz nett. Wir haben mich jetzt hier gleich Viertel vor. Das heißt, wir machen jetzt halt hier die vorletzte 15-Minuten-Kerze. Erstmal dicht. Und schließen dann halt mit der nächsten entsprechend die Stundenkerze ab. So, Kollege, gib mir ein bisschen Gegenwehr jetzt mal hier. Aber den mache ich jetzt erstmal auch nur mit einer Position, weil ein bisschen was muss ich hier sehen. Zwar gerade gesagt, ne, ich mache das erst. Wenn meine 5-Minuten-Kerze mal zurückgekauft wurde. Und das heißt, gucken wir jetzt erstmal an mit einer Teilposition, ob wir halt Bewegung kriegen an der Stelle und würde dann halt die nächste draufgeben, wenn halt sich das jetzt hier bestätigt und die nächste 5-Minuten-Kerze dann auch wirklich weggekauft ist. Weil wir sollten hier Volumen kriegen bei 561. Jetzt aber, welche ich vorhin auch gesagt habe, ne, es ist nicht unbedingt Support, aber die Chance ist groß, dass wir halt hier eine schnelle Bewegung kriegen.
Und von daher braucht ihr auch nicht allzu viel Luft hier. So, die 15 Minuten. Kerze ist damit fertig. Das sieht man jetzt ja auch, wenn man jetzt hier, wenn ich jetzt hier kein Volumen aus dem Future halt hier irgendwie sehe, man sieht aber, es zuckt halt hier so ein bisschen. Bisschen anders als in den Bereichen davor. Aber wird durchverkauft, wie es aussieht. Ja, ne? So, das ist genau, das ist halt so eine Wirkung davon, wo jetzt hier mal wirklich mal, wo ein bisschen was passiert. Aber gutes Händchen habe ich hier heute nicht, so wie das aussieht. Das ärgert mich natürlich jetzt auch. So, aber das war jetzt, ich gehe jetzt nochmal rein, weil das war jetzt zumindest mal ein Spike, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Mal ein bisschen mehr los ist. Ich muss das hier mal ausschalten. Das ist nämlich so auch nicht richtig. Oh, meine Fresse, meine Teilnehmerin, die vorhin short war, ist jetzt auch long ab 52. hat man das jetzt? Das war der Future, ne? Der hier dabei war, der Teilnehmer. Nee, das war jetzt eine andere Teilnehmerin. Ach so, okay. So, aber wie gesagt, zumindest mal ne, hier Spike durch, das ist okay, da sieht man ja zumindest, passiert was. Und jetzt kriegen wir hier zumindest mal ein bisschen andere Gegenbewegung. Würde ich mal stark vermuten. Und wenn nicht, dann lasse ich das hier irgendwie mal besser sein. Was mich so ein bisschen nervt hier, das ist der Dow, der irgendwie, da passiert überhaupt nichts irgendwie nach oben. Der drückt nur nach unten, aber gut, der macht es auch gerne mal irgendwie auf die allerletzte Sekunde. Der ist ja da gerne mal ein bisschen ferkelig. Von daher heißt das jetzt erstmal dort nichts, aber hier brauchen wir jetzt wirklich dringend mal. Verkäufer hier. So, wir hängen natürlich jetzt auch genau hier irgendwie 2 Punkte unter der 561 und kommen hier nicht drüber. Das wäre jetzt für mich schon so ein bisschen der Trigger oder beziehungsweise nicht der Trigger, aber eher die Gewissheit,
dass wir die jetzt halt auch vernünftig zurückkaufen können, wenn jetzt hier Volumen nach oberhalb bei der 6,1 reinkommt. Das heißt also, ab genau hier muss jetzt was passieren, damit das halt irgendwie auch noch ein paar Meter weiterläuft. So, noch 10 Minuten, dann bin ich mal gespannt, wie die jetzt halt hier abschließen will, die Stundenkerze. Also mein Ansatz wäre halt der, dass wir halt versuchen, die letzte Aufwärtsbewegung halt nochmal zurückzukommen. Das heißt, da wären wir hier zumindest mal bei 584, also bis hier oben hin. Das ist genauso der Bereich. Ist immer zu lustig. Mit dem MetaTrader kann man keine gerade Linie zeichnen. Eine verkürzte. So, also, wenn das Ding jetzt hochkommt und kein neues Tief mehr macht, dann kann das aufgehen. Ein Teilnehmer schreibt, dass der DAX durchaus noch bis 11.500 runterkommen könnte. Ja, DAX könnte auch bis 13.000 laufen oder bis 10.000 fallen. Also das ist ja halt immer, das ist ja alles gut und schön, aber ich brauche ja einen Handelsansatz. Ich muss ja mein Risiko begrenzen können. Sonst könnte ich ja auch sagen, der DAX, der fällt auch noch auf 8.000. Dann gehen wir mal short. Aber das kriege ich ja nicht bis 11 Uhr erledigt. Und vor allen Dingen nicht mit einem Stop-Loss von ja, überhaupt mit irgendeinem Stop-Loss. Und da muss man einfach sagen, gut, mache ich und halte ich dann im Zweifelsfall alle 3 Jahre durch. Klar kann er das. Ich meine, natürlich, aber das kann niemals der richtige Ansatz sein. Er könnte. So, die Frage ist immer, wo komme ich rein? Ab wo macht er die Bewegung? Bis wohin? Und nicht irgendwie, ja, siehst du, jetzt sind wir bei 11.500 und habe ich doch gesagt, sondern entscheidend ist immer nur, was habe ich gesagt, wo ich reingehe und wo darf er nicht mehr weiter, um halt irgendwie den Punkt zu erreichen. Und das jetzt, ich meine, nur so ein Ansatz macht ja auch Sinn. Und das ist ja das, was ich hier auch mache. Ich sage, okay, brauche jetzt hier kein neues Tief mehr und er kann laufen bis dahin dahin. Er kann aber natürlich auch wesentlich höher laufen. Aber halt weiter als da komme ich gerade gedanklich jetzt erstmal nicht. Und vorausgesetzt, wir kriegen hier das gekauft und vorausgesetzt, wir machen jetzt hier erstmal kein neues Tief mehr an der Stelle. Also immer Handelsansatz, nicht analytisch denken. Also in vielen Analysen liest man das irgendwie gerne so irgendwie, ja, hat das und das Ziel erreicht, aber keiner hat gesagt, wie wir da hinkommen. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Da stehe ich immer so ein bisschen mit auf Kriegsfuß mit solchen Aussagen. So, noch 5 Minuten. Was mich an der 11.500 vor allen Dingen stört, ist halt, dass es A, eine runde Marke und B, da ist nichts außer eine runde Marke. Sonst ist da halt irgendwie gar nichts. Also wenn, dann haben wir unten die 11.484 als Support-Cluster oder halt ja, hier halt auch zum Beispiel Point of Control bei 4.85. Und
Bei runde Marken kann man sich gerne mal irgendwie auch selber mal dran versuchen, das mal durch einen Backtest zu schicken. Da kommt tatsächlich überhaupt nichts bei raus. Also, wenn man die jetzt einfach sagt, okay, ich gehe mal an runden Marken Long oder an runden Marken Short, das ist immer so ein Psychoding. Also, ich bin immer heilfroh, wenn ich irgendwie nicht mit meinen Triggerlinien auf eine runde Marke komme, sondern immer möglichst weit davon weg bin. Und weil das halt immer so. Ich weiß nicht warum. Also vor allen Dingen das Problem ist ja auch, im Future liegt die runde Marke ja auch schon wieder wo ganz anders als im Kassa, aber wird wohl irgendwie gerne gehandelt. Aber warum auch immer. Ich mag sie nicht. Also nicht für den Handel. So, meine Güte, steht das hier auf der Stelle. Aber immerhin steht es mal. Und läuft nicht weiter. Was natürlich jetzt hier so ein bisschen gefährlich ist, ist natürlich halt hier das Kassa Gap an der Stelle. Das sollte eigentlich nicht geschlossen werden. Das ist immer risky. Also, weil halt, wenn wir halt hier einen Aufwärtsgap haben und machen dann halt wirklich das Ding zu, das ist halt dann echt auch nicht mehr bullish. Ne? Ganz oft eben nicht. Deswegen lieber das Gap irgendwie auslassen. Das sollte lieber jetzt hier hochdrehen, als jetzt unbedingt irgendwie das Gap schließen. Weil ab da kann man ganz, ganz schwer sagen, ja, geht jetzt wieder hoch, geht da weiter runter, dann wird es ganz oft erstmal seitwärts, wenn so ein Gap zu ist. Also als Ergänzung, der Ansatz für die 11.500 als Ziel ist die GAN-Theorie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die was? Und die GAN-Theorie, GANN oder Englisch ausgesprochen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht von gehört. Ja, wenn es einen Handelsansatz dazu gibt mit einer positiven Statistik, machen. Dann ist noch eine Frage reingekommen. Taugen runde Marken als Ziel, um zu schließen? Ja, auf jeden Fall schon irgendwie. Also, was heißt zu schließen? Ich meine, das ist ja das Gleiche. Wenn ich halt irgendwie eine Position schließe, ist ja genauso, wie wenn ich dort einen Trade aufmache. Also, das kommt im Endeffekt einfach auch selber raus. Also am besten einfach irgendwie runden Marken ignorieren. Finde ich halt irgendwie wesentlich klüger. So, jetzt haben wir hier zumindest mal, ne, den Effekt, dass wir da jetzt mal drüber laufen. Ich habe jetzt auch hier eine dritte Position reingegeben in die Geschichte hier und würde jetzt zumindest mal gerne bis hierher laufen. Ja, weil das hat einfach halt hier die letzte, habe ich ja gerade gezeigt, die letzte Stundenkerze ist. In grüner, beziehungsweise bei mir weißer Farbe. Darf natürlich jetzt hier keinen Quatsch machen, sondern muss das jetzt wirklich dann auch in einem Rutsch durchziehen. Und nicht jetzt etwa hier nochmal anfangen, in der Gegend rum zu bremsen. So, ich ziehe den mal halt ein bisschen näher hier. So, gucken, dass wir wenigstens eine Nummer hier dann halt auch nach Hause kriegen. Was nun? Jetzt kommt keiner mehr. Mensch, Dax, was ist das denn heute hier? Das gibt's ja gar nicht. Nee, aber das ist ja halt immer irgendwie, wenn man sagt so, ja, oder auch generell die Frage, wenn man zum Beispiel halt long ist, ja, also wie ich jetzt hier zum Beispiel, und mal angenommen, der läuft jetzt hier oben auf irgendwie die 11.600. Die Frage, die man sich dann eigentlich stellen muss, ob man da jetzt irgendwie eine Position auflöst, ist immer nur die, würde ich an der Stelle short gehen? Und wenn man das nicht genauso eindeutig irgendwie mit Ja beantworten kann, macht es auch umgekehrt genauso wenig Sinn, dort dann irgendwie long aufzulösen. Das ist halt, weil es ist ja letzten Endes nichts anderes, es ist ja nur ein Trade, ein Deal sozusagen, der halt dann ja dort passiert. Und da sollte man einfach dann die gleichen Kriterien ansetzen. Würde ich da short gehen, wo ich long auflöse? Wenn nicht, dann gibt es auch nicht viel Grund,
da Long aufzulösen, sondern dann kann man sich das einfach auch mal in Ruhe angucken, was dann halt eben passiert. Zumal es ja meistens sowieso auch nicht irgendwie blitzartig dreht, sondern es wird dann oft irgendwie mehrfach dann halt irgendwo getestet. So, jetzt haben wir halt hier mal ein bisschen Reaktion. Trotzdem, die Stundenkerze hat natürlich keine schöne Farbe und hat halt hier, wie man sieht, in diesem Cluster da halt geschlossen. Und hier jetzt halt auch, ne, für mich die gleiche Frage. Würde ich hier Short gehen? Vielleicht irgendwie für ein paar Pünktchen, ja. Aber wirklich für runter? Nee. Also, und von daher bin ich da momentan jetzt auch erstmal, lasse ich das jetzt auch erstmal so drin, die Position, so wie sie ist. Und muss halt nur gucken, dass wir jetzt hier nicht unbedingt halt nochmal da drunter kommen, an die Stelle. Die würde ich halt hier separat absichern. Und ne, wenn er jetzt halt hier nochmal irgendwie drunter kommt, damit halt zumindest die Pyramide dann raus ist. Und wenn jetzt halt hier ein bisschen mehr Gegenbewegung kommt, dann ziehe ich die halt einfach dann da oben hin, beziehungsweise kann es auch gleich machen. So habe ich diese zusätzliche Position hier jetzt dann auch separat abgesichert. Und genauso hier würde die dann, wenn er jetzt zum Beispiel da zuerst hinkommt oder hier die letzten Hochs an der Stelle, das kann man dann auch über die Attribute machen. Das heißt, ich gebe halt hier, sage ich dann einfach CS, also Cancel Same, hier halt auch. Nee, das war, aber ich muss mich ja selber noch ein bisschen reindenken. Wie man sieht, ist hier bei Edit Order CS und hier halt auch CS. Das heißt, wenn, sobald eine von beiden gefüllt ist, fliegt die andere raus. Aber das ist ja auch in der jetzigen Version ja halt auch schon so. Nur hier kann man, hat man ja gerade gesehen, die ganzen Sachen vorher schon einstellen. Das heißt, ich kann von vornherein definieren, wie eine neue Order zu trailen ist, welche Attribute die hat. Hier gibt es auch ein paar neue Attribute, sage ich jetzt aber mal noch nichts dazu. Das werde ich nämlich dem Heiko Behrendt überlassen, das zu erklären, was es mit denen da auf sich hat. Das ist auf jeden Fall eine recht witzige, brauchbare Geschichte. Und auf jeden Fall kann man das halt alles vorher, auch das Limit Pullback und so weiter. Und das macht es halt so ein bisschen einfacher und schneller dann bei der Order-Aufgabe oder wenn man halt eben skypt und da halt irgendwie ein bisschen Zeit sparen möchte. Ja, aber jetzt erstmal nur so eingestellt als CS. CS heißt Cancel Same, also lösche gleichartige Orders auf Deutsch. Das heißt, Short schließt auch nur Short, beziehungsweise löscht nur Short und kann man natürlich auch umstellen auf CO, ist dann Cancel Opposite. Das heißt, lösche gegenläufige Orders. Und wenn man beide angewählt hat, ist es genau das gleiche wie normale OCO. So, ne, sieht man ja hier schön, hat jetzt trotz irgendwie, obwohl die Stundenkerze jetzt so aussah, hier jetzt erstmal Long nicht zu schließen, aus dem gleichen Ansatz, weil ich hier nicht Short gegangen wäre, war jetzt auch erstmal soweit richtig. Und ist ja dann halt auch vielleicht eine, ja, eine Antwort aus der Praxis auf die Frage von vorhin. So, ich schiebe den jetzt mal hier ein bisschen näher dran, weil es natürlich jetzt auch wieder hier schon so ein offensichtlicher Punkt ist. Kann natürlich sein, dass der halt hier irgendwie vorher schon mal kurz dreht und dann nochmal kurz runtertippt. So, ne, jetzt hat man gesehen, die ist halt jetzt erstmal raus. Zwei sind noch drin und die andere Order wurde jeweils gelöscht. So, mal gucken, ob wir oben unser Target dann noch halt noch kriegen. Da würde ich halt auf jeden Fall die nächste auch rausgeben. Und dann halt auch mal gucken, laufen wir da noch weiter an der Stelle oder war es das dann? Und dreht er hier tatsächlich. Denkbar wäre natürlich halt hier mal auch die Value Area
mal kurz anzulaufen. Das ist auch gleichzeitig dann der EMA und auch gleichzeitig hier oben nochmal die letzte Welle. Das wäre schon denkbar. Das heißt, ich kann das mal kurz versuchen zu demonstrieren hier auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neue Order angebe und sage, ja, hier Limit Pullback für neue Orders ist mal grundsätzlich bei 2. Und sobald ich dann eine neue Order hier reinlege, hat die natürlich dann auch ein Pullback hier von 2. Und das kann man halt so alles bisschen leichter alles voreinstellen, nachher mit der neuen Version. Und natürlich auch noch so ein paar andere Geschichten. So, das wären jetzt auch die 580 natürlich aus meinem Block. Ja, und auch genauso kann ich halt auch die Attribute, weil die hat jetzt auch schon direkt automatisch das CS. Und würde ich das jetzt hier auch machen, nochmal eine unterhalb, also sozusagen eine Bracket hier hinlegen. Und dann hat die natürlich halt auch wieder gleich das CS. Und so muss ich die ganzen Sachen nicht mehr im Nachhinein dann einstellen, sondern kann das entsprechend sofort im Vorfeld dann bestimmen. So, ich mache die jetzt aber hier trotzdem manuell und habe jetzt nur noch ein Drittel drin. Und ja, gucken, hier haben wir jetzt halt natürlich irgendwo so das letzte bisschen Widerstand an der Stelle, so eine Mini-Clusterzone, die wir halt hier haben. Das heißt, hier wäre es jetzt möglich, dass wir nochmal einen Rücklauf kriegen, bis unter die 5-Minuten-Kerze hier, möglicherweise sogar auch bis da unten hin. Deswegen jetzt halt hier erstmal nur noch ein Drittel drin, beziehungsweise die Position war ja auch größer als die von vorhin. Und von daher dann also jetzt eigentlich die Hälfte von dem, was wir da halt, oder was ich da am Anfang halt gehandelt habe. Weil hier, das ist halt so ein bisschen, das ist jetzt unsicherer Bereich einfach. So, will er jetzt da oben durch, dann werden wir da nochmal Luft holen. Und ansonsten, wenn es da halt irgendwie runtergehen sollte, dann ist es eher so, dass jetzt halt dann in einem Rutsch dann vermutlich dann nach oben springen würde. Und da ich das halt nicht einschätzen kann, jetzt hier erstmal dann auch nur noch ein Drittel drin. Aber den Effekt, den wir jetzt halt hier erstmal haben, nur vielleicht mal kurz, ich lasse die jetzt halt einfach mal hier in Ruhe. Und den Effekt, den wir halt jetzt hier haben, oder was man jetzt natürlich hier sieht, ist, wir haben halt die Käufer hier gehabt bei der 561. Ich hatte ja eben auch gesagt, ich erwartete halt Volumen, ja, Richtung gucken. Und das kam jetzt halt hier und wir sitzen auch hier auf dem Bereich, der vorher halt auch hier ein ordentlicher Widerstand war, sitzen wir jetzt erstmal auf. Das heißt aber natürlich noch nichts. Ne? Wir können halt hier wirklich, also ein bisschen was nach oben wird er schon noch machen. Und glaub nicht, dass der jetzt einfach so von da an nach unten durchfällt. Dafür waren hier im Stundenschluss, also zum Ende der Stunde hin, wo dann natürlich halt eben auch alles zusammenkommt, was irgendwie an getimten Orders ist, dafür waren da jetzt ein bisschen zu viele Käufer. Das heißt, egal, ob der jetzt nochmal runterkommt, an die Stelle, ich würde schon noch ein bisschen Rücklauf hier erwarten und maximal vielleicht sogar bis da oben in dem Bereich. Also, ne, weil wir hier halt ja auch Support-Cluster halt haben. Das heißt, 11.600. Maximal vielleicht sogar 11.608. Also das wäre jetzt so das, wo ich sage, da würde ich halt irgendwie dann auch spätestens mit der letzten Teilposition dann jetzt halt auch rausgehen, weil da muss man dann halt wirklich mal gucken, wie geht der Markt denn damit um. Und dann halt ansonsten, wenn sich die Tendenz, ich meine, das hier ist natürlich schon eine Ansage, die Kerze, die 9-Uhr-Kerze, wenn sich die Tendenz so hält, dann sollte man schon auch eine Etage tiefer irgendwie denken. Mal gucken, wie das mit Daily aussieht, die ganze Geschichte. Was wir da unten drunter noch haben. Ob sich da halt noch irgendwo was zeigt. Ich habe das hier gar nicht eingeblendet habe, sind. Machen wir die Pivots mal einblenden. Also, das ist hier ausgeschaltet im Daily Moment. Ja, das ist ein bisschen knapp. Also der schwebt hier oben, das kann man hier mal zeigen, in dieser Aufwärtsbewegung.
So, das heißt, das ist der letzte Außenstab, den wir haben halt im Daily. Und da sind wir bei 513. Das deckt sich ja auch ganz gut. Dann vielleicht sogar hier auf, das wäre dann so das Maximum. Dann sind wir bei 507. So, das wäre also das, wenn die Aufwärtsbewegung generell beibehalten werden soll, aber jetzt hier im Stundenchart erstmal die Abwärtstendenz und dann sind halt bei 507 wäre da halt eigentlich höchstwahrscheinlich Schluss. Also ich versuche halt immer das irgendwie nach Außenstäben so ein bisschen zu sortieren. Das heißt, hier haben wir halt auch zum Beispiel die Öffnung von dieser Kerze hier, die das Ganze nach oben gekauft hat. Und da sind wir dann wahrscheinlich tatsächlich bei 499, sind wir bei 500. Und also dann eher der Punkt, ist natürlich jetzt lustig, eher der Punkt, den ich gerne vermeiden möchte, weil dann wird es halt eigentlich immer doof, sobald irgendwie eine runde Marke kommt. Also 512, vielleicht mit ein paar Pünktchen nach unten. Das wäre halt im Daily halt wohl möglicherweise drin. Und mal gucken, wo wir das hier noch irgendwie kombiniert kriegen. Das sind natürlich dann vom Hoch zum Tief, ist natürlich schon ordentlich, ne? Das sind dann halt eben auch mal 120 Punkte halt etwa. So, aber deckt sich natürlich halt hier, was habe ich denn? 489. Ach Gott, jetzt habe ich auch noch so ein Ding da. Ne? Ja, ich habe tatsächlich auch eine Linie bei 489. Da müssen wir eigentlich nicht unbedingt hin, wenn es nach mir geht. Also generell sage ich ja halt auch, oder habe ich auch gesagt, die Woche hat schon irgendwie eine ordentliche Short-Tendenz, wie das Ganze halt auflösen kann. Aber jetzt nicht unbedingt am Dienstag. Also, das wäre dann halt, wird das Bild eigentlich eher, oder die Idee mit der roten Wochenkerze eigentlich eher in Frage stellen. Und aber nichtsdestotrotz wäre jetzt halt erstmal tatsächlich das Maximum 489, beziehungsweise der Bereich hier ab 530. Da kriegen wir auf jeden Fall, da, spätestens da sollte Gegenwehr dann auch kommen. Wobei 489 wäre schon wieder die 485, das ist eigentlich zu tief. Also das wäre der Point of Control, sondern sollte schon eher irgendwo in dem oberen Bereich hier drehen, vielleicht ein Aufsetzer auf die Value Area. Alles gut und schön, nur alles darunter nicht mehr schön. Da sind wir nämlich auch ganz schnell hier unten am Value Area Low und dann sind wir schon wieder bei 461 und dann wird es halt schon wieder merkwürdig. Also deswegen gehe ich gedanklich erstmal nicht weiter, arg viel weiter als 430 und sollte es dann doch anders kommen, kann man sich ja überlegen, wie man dann damit entsprechend umgeht. So, also ich würde jetzt hier eigentlich auch erstmal einen Break machen, weil das Volumen geht auch gerade so ein bisschen zurück, beziehungsweise hier die Volatilität. Also ich glaube, die Idee ist ja beschrieben. Also die erste Entry war ein bisschen früh, leider. Aber nichtsdestotrotz, wenn man den zweiten hier ein bisschen managt und kriegt man das ja auch sicherlich problemlos ausgebügelt, liegen hier so, wieso sind es zwei, waren es so viele, liegen jetzt hier so ein bisschen hinten. Aber jetzt auch nicht unbedingt viel. Und von daher, das sollte sich eigentlich problemlos halt machen lassen. Und wie gesagt, ich würde halt hier gucken, wenn er nochmal da runter kommt, ich würde da unten auch nochmal eindecken und da auch nochmal halt irgendwie auf jeden Fall den Long da halt reingeben. Beziehungsweise den zweiten. Den Stop kann man hier nochmal unten hinschieben jetzt, weil ja nur noch ein Teilrisiko drin ist und ansonsten würde ich dann halt hier oben auflösen. So, und dann hätten wir, gucken, das wäre halt so das Maximum, die 604. Und von daher wären wir dann halt irgendwo im Bereich, also auf jeden Fall, dass die ganze Geschichte hier dann positiv dann auch endet. Ja, wie gesagt, vielleicht lerne ich es noch dazu, das halt mal irgendwie auf eine Stunde zu begrenzen und nicht immer die großen Bewegungen halt irgendwo einzufahren. Aber ich versuche dann natürlich halt auch immer, dann halt irgendwo was einzudecken, was man dann halt eben auch laufen lassen kann, wo man halt nicht unbedingt dann alle paar Minuten agieren muss. Zumindest dann nicht, wenn das halt Trades sind, die halt eben nebenbei laufen. Ich habe eine gute Ja. Frage zum Abschluss, Dirk. Ja, bitte. Wie lange hat es gedauert, bis du so gelassen traden konntest, wie du es jetzt machst? Einfach herrlich. Ja, das ist.
Ja, gute Frage. Wie lange hat das gedauert? Ich meine, von heute auf morgen kam das natürlich nicht, ne? Aber halt gelassen bin ich natürlich halt auch nur ehrlicherweise so lange, wie ich sehe, okay, die Idee geht auf, ne? Weil wenn die Idee halt dann irgendwie, oder wenn ich halt, nicht wenn die Idee aufgeht, aber wenn ich sehe, dass der Markt halt irgendwie was ganz anderes macht, als irgendwie jetzt halt plausibel wäre, dann bin ich auch nicht mehr gelassen, muss ich da halt echt ehrlicherweise dazu sagen, ne? Und ich meine, hier ist es halt auch, was halt hier auch dazu kommt, ist, das ist jetzt auch kein großes Konto. Das ist ja nur ein kleines Konto, das ich halt hier fürs Live-Trading verwende und eben halt auch immer für Live-Tests von Funktionen. Das heißt, das sind auch überschaubare Positionen. Und ich glaube, Gelassenheit kommt aber auch A mit der Erfahrung und B aber auch dann, und ich glaube, das wird auch jeder hier von den Teilnehmern bestätigen können, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, die Positionsgröße, die kann mich jetzt nicht stressen. Ja, wenn jetzt so ein Trade, ich meine, für den einen ist der Stressfaktor bei 10 € Verlust, für den nächsten ist er halt bei 1.000 € Risiko. Und das muss man halt irgendwie individuell machen. Und ich habe halt früher auch, das mache ich mittlerweile in der Dimension eigentlich nur sehr, sehr, sehr selten, auch mit Positionsgrößen halt gedreht, die halt dann auch entsprechend weit über 100 € pro Punkt waren. Und wo man dann halt auch irgendwie ein Risiko mal ganz schnell von 2.000 € oder so für 10 Punkte Stop hat, dann das ist halt nicht entspannt, ja. Ich meine, auch wenn das Konto dazu passt, aber das ist, da habe ich halt auch ganz schnell gemerkt, ey, da kriege ich hier Flecken ins Gesicht, wenn ich mit den Positionen unterwegs bin. Und solange ich das aber halt abstellen kann, irgendwie auf eine Größe, die halt irgendwie, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt alle 5 Minuten auf die Kerze gucken, geht die jetzt hoch oder runter? Und so, wenn die Positionsgröße eben dazu passt, zu meiner mentalen Einstellung und zu meinem Konto, und dann kommt auch ohnehin die Gelassenheit von selbst. Weil ich meine, ich kann ja auch nicht mehr machen, als halt irgendwie den Markt einschätzen, eine Strategie, von der ich weiß, dass sie funktioniert, und das tut diese ja nun mal. Und das weiß ja auch jeder, der in der Gruppe schon ein bisschen länger dabei ist und auch die Statistiken mal verfolgt hat. Da gibt es ja mehrere hundert Trades. Und auch wenn das jetzt wie hier im Webinar jetzt die erste halb mal in die Hose gegangen ist, ich weiß aber, am Ende des Tages kommt da immer was Positives bei raus. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja eine Sache, auf die kann ich mich verlassen. Und logischerweise, wenn man sowas hat, egal welche Strategie das jetzt ist, und dann hat man ja eine Verlässlichkeit. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich da halt irgendwie dann halt verrückt zu machen. Und das sind halt, glaube ich, so die Sachen, die zusammenspielen. A, eine Strategie, die funktioniert, von der man wirklich weiß, dass sie funktioniert. B, entsprechend halt die Positionsgröße passend zum eigenen, also wie soll ich sagen, nicht zum eigenen Lebensstil, aber von dem, womit man halt selber irgendwie groß geworden ist, klarkommt mit Risikogrößen. Und ich glaube, wenn man die beiden Sachen irgendwie kombiniert, und dann kommt die Gelassenheit da auch ganz von selbst. Würde ich mal so behaupten. Und ich glaube, da pflichten mir auch einige oder viele halt aus dem professionellen Segment wahrscheinlich dann auch irgendwo bei, weil das muss einfach passen. Aber wenn man halt irgendwie mit zu großen Positionsgrößen versucht, da rumzudrehen, das geht mal gut, ja. Also zu groß im Sinne von, die Positionsgrößen sind zu groß fürs kleine Konto. Das geht alles mal gut, aber dann meistens ist es dann eben doch so, wenn man dann halt irgendwie eine zu hohe Frequenz dann halt auch im Trading hat, dass man die Konzentration verliert. Und dann kommt halt ganz schnell dann auch der Hammer von der Gegenseite. Und nachher denkt man so, Mist, habe ich nicht gesehen. So, dann war die Positionsgröße aber fürs Konto zu groß. Und ruckzuck ist dann halt auch dann der Spaß vorbei und damit dann entsprechend auch die Gelassenheit. Dein Freund und Kollege André schreibt auch, Gelassenheit kommt, wenn man weiß, dass man sich auf sein Risk Management verlassen kann. Ja, ganz genau. Der André macht das ja schon ewig. André ist hauptberuflicher Händler und lebt ja auch schon einige Jahre davon. Der kann sicherlich ein Lied davon singen. Und aber es sind wohl halt tatsächlich, denke ich halt schon, die entscheidenden, die wichtigen Faktoren. Weil ändern kann man es eh nicht, ne? Also so von wegen, ja, der Markt muss jetzt aber dahin, weil ich habe jetzt ja dort meinen Stop und da ist mein Take Profit.
Es interessiert den Markt ja halt nicht. Und das ist halt immer so das Ding. Und das muss man halt einfach aufeinander abstellen. Und das kriegt man auch mit der Zeit hin. Okay, prima. Alright. Dann bedanke ich mich aber schon mal bei dir und bei den Teilnehmern. Wir haben den nächsten Termin in 14 Tagen, aber da ohne mich tatsächlich, da werde ich vertreten, bin ich nicht da. Ansonsten hören wir uns aber schon am Montag wieder. Helpdesk-Webinar, gerne auch anmelden, wer sich noch nicht angemeldet hat. Und ich denke mal, da wird es auch sicherlich um die neue Version gehen. Ansonsten aber natürlich wie immer um eure Fragen. Also vielen Dank, Dirk, vielen Dank an die Teilnehmer. Aufzeichnung mit dem NFP-Aufzeichnung sollte auch heute dann online kommen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag, noch eine schöne, erfolgreiche Woche und Dirk, gerne das Schlusswort. Ja, danke. Also natürlich danke von meiner Seite, dass ihr dabei wart. Punkte wie im letzten NFP-Webinar, das waren ja irgendwie über 130 etwa, gab es heute leider nicht. Aber das macht ja nichts. Und entscheidend ist ja halt eben nur, dass man, wie es ja gerade auch schon zu Genüge ausgeführt hat, einfach dabei bleibt und daran festhält und sich natürlich am Markt orientiert und nicht vollständig dagegen stellt. Auch wenn wir jetzt halt hier natürlich ein Setup mittlerweile halt haben. Im Stundenchart, was halt jetzt erstmal nicht mehr long aussieht, weiß man natürlich ja um 9.10 Uhr nicht. Aber so geht es halt manchmal. Und da muss man halt einfach dann irgendwie dranbleiben. Und wenn es dann irgendwie gar nicht funktioniert, dann natürlich auch irgendwann die Reißleine ziehen, ist klar. Im Endeffekt, wie gesagt, macht es halt wie immer der Mix. Und NFPs waren natürlich echt schön letzte Woche. Aber solange das irgendwie alles in der Gesamtrechnung zusammenpasst, ist das alles okay. Also waren halt auch wirklich zahlreiche Teilnehmer heute da. Nochmal Dankeschön dafür, dass ihr alle so zahlreich entsprechend teilgenommen habt. Danke natürlich auch an Nelson und an FX Flat hier für das Webinar. Und wieso, Nelson, wieso bist du nicht da? Bist du im Urlaub oder was schon wieder? Oder was ist Schon da? wieder ist gut. Da habe ich mal endlich mal Urlaub. Ich habe das Gefühl, du bist nur im Urlaub, ehrlich gesagt. Ja, So stelle ich mir ist klar. ja, ich weiß gar nicht, wie oft dich der Andreas hier schon vertreten hat. Ne? Ich hätte heute auch schon gedacht, ob der heute überhaupt da ist. Werde ich mal zählen. Nee, okay, also ich freue mich auch aufs nächste Mal. Und Helpdesk haben wir tatsächlich nächste Woche. Da kann ich noch mal ein bisschen was dazu zeigen. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis die Version kommt. Und auch bis sie in den Beta-Test kommt, weil da halt schon noch ein bisschen was umgebaut wird. Aber trotzdem kann ich natürlich mal so ein paar Sachen vorab mal irgendwie zeigen und vielleicht kann man es ja auch so machen, wenn der eine oder andere Input hat, was halt irgendwie gut wäre, lasse ich das natürlich auch mal irgendwie in die Ideenfindung damit einfließen und vielleicht ergibt sich ja da auch noch irgendwas, was man dann halt irgendwie zusätzlich da noch machen könnte. So, an der Stelle dann also jetzt hier endlich Dankeschön von meiner Seite an alle und passt auf euch auf. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao. Ciao.